Intowa hat seine IC-Serie noch weiter verbessert und präsentiert heute das Modell IC12. Mit 12 Millionen Pixel Auflösung und einer Videofunktion, die sogar in HD-Qualität aufzeichnet, unterscheidet sich die IC12 deutlich vom Vorgängermodell. Von Intowa gewohnt dagegen ist das kinderleichte Einlegen der Kamera ins Gehäuse, das mitgeliefert wird und ebenfalls ein Facelifting erhielt. Die Handauflage wurde ergonomisch umgestaltet und viel größer sind jetzt die oberen Drücker, vor allem der Auslöser. Das erleichtert, die Taste vor der Aufnahme halb durchzudrücken, um Autofokus und Belichtungsmessung zu aktivieren. Bei Tauchgängen mit der IC12 haben wir folgende Eindrücke gewonnen. Auch mit dicken Handschuhen ist es möglich, die Kamerafunktion über die Drucktasten zu bedienen. Auch bei den kleineren Drückern an der Rückseite, denn die wichtigen stehen wie beim Vorgänger weiter heraus als die anderen. Verblüfft hat uns die kurze Auslöseverzögerung. In der Preisklasse hätten wir das nicht erwartet. Die Testfotos haben wir natürlich in der größten Auflösung gemacht, das heißt mit 12 Megapixel und fein als beste Qualitätsstufe. Selbst bei dieser datenintensiven Aufnahme verliert man keine störenden Sekunden, bis die Kamera bereit ist für das nächste Bild. Und was wir dann am PC-Monitor zu sehen bekamen, verblüffte uns noch einmal. Schärfe und Detailzeichnung sind in dieser Preisklasse erstaunlich. Für die Unterwasserfotos wählten wir den AE-Betriebsmodus, um die Belichtung korrigieren zu können. Diesen Spielraum können Sie im Übrigen auch für andere Situationen nutzen. Setzen Sie einfach von Anfang an die Belichtung ein wenig herab. Oft wird ein sonst überstrahltes Bild dann nämlich doch noch ein guter Schuss. Schauen wir uns jetzt ein paar Testaufnahmen aus dem Sammarangasee in Tirol an. Und nun zur Videofunktion. Bei preisgünstigen Fotokameras taugt die in der Regel ja nur für nette Schnappschüsse, die man per E-Mail versenden kann. Die IC12 dagegen bietet neben der Standardauflösung VGA auch eine HD-Auflösung mit 720 Zeilen. Und deren Qualität haben wir natürlich auch ausprobiert. Vom Foto in den Videomodus wechselt man ganz einfach durch Drücken der Mode-Taste. Denken Sie beim Filmen aber immer daran, dass der Autofokus während der Aufnahme nicht arbeitet, sondern die Schärfe des Anfangsbildes hält. Genauso ist die Zoom-Funktion deaktiviert. Und noch ein Tipp zur Belichtung. Die Korrektur lässt sich im Videomodus nicht beeinflussen, aber eine vorher im AE-Modus festgelegte wird übernommen. Und jetzt schauen Sie sich einige HD-Szenen aus der Intowa IC12 an, die wir ebenfalls im mystischen Sammarangasee gedreht haben. Für die Intowa IC12 ist umfangreiches Zubehör erhältlich. Im Mittelpunkt steht der Blitz ISS 2000. Über ein Lichtleiterkabel wird er mit dem internen Blitz der IC12 verkoppelt. Die Leistung ist in 4 Stufen regelbar. Das Gerät kann auch als Sklavenblitz verwendet werden, ideal, wenn Sie Weitwinkelmotive mit 2 Blitzen ausleuchten möchten. Stichwort Weitwinkel. Bei Unterwasseraufnahmen sind die kurzen Abstände zu den Motiven das A und O. Bei Motiven abseits des Nahbereichs ist der Einsatz von Weitwinkellinsen unerlässlich. Für die IC12 gibt es einen Weitwinkelvorsatz, den Sie unter Wasser anbauen können. So sind Aufnahmen von Rifflandschaften oder Bilder von Tauchpartnern viel einfacher zu gestalten. Und um Videoaufnahmen im Nahbereich aufzuhellen oder beim Nachttauchgang das Motiv einstellen zu können, bringt die Intowa LED-Leuchte mit 130 Lumen Licht ins Dunkel. Sinnvoll ist auch der Orange-Filter, der mit oder ohne Weitwinkel verwendet werden kann.
An sonnigen Tagen im Meer zaubert er Farben in ihre Motive, die der Blitz nicht erreichen kann. Seine ideale Einsatztiefe liegt zwischen 5 und 20 Metern. Schnecken- und Garnelenfreunde ziehen ihre Lieblingsmotive formatfüllend mit dieser Nahlinse heran. Und zum Zubehörprogramm gehört natürlich auch die vielfältig anpassbare Kameraschiene mit einem oder zwei Handgriffen sowie Flexarm in unterschiedlichen Größen. Rundum ausgestattet ebnet Intova den Start ins Foto- und Videovergnügen nicht nur unter Wasser und das zu einem sagenhaft günstigen Preis.